Scheiße. Ja. Wir brauchen Geld auf jeden Fall, bevor wir die nächsten hier bilden können. Ich bin auf die Toilette. Da ist einer. Da ist einer. Beförderung. Sehr gut. Okay. Weiterbildung benötigt. Ja, gleich. Mache ich sofort. Beförderung. Net Elmer Medizinstudent. Kann befördert werden. Sehr schön. Ja, im Wartezimmer brauchen wir gleich auch wieder. Sogar tatsächlich früher, als ich erwartet hätte. Announcement. Try not to die. Announcement. Try not to die. Danke. Es ist der nächste Monat. Wir haben schon wieder ganz viel Geld verloren. Kann ich hier erst irgendwie kurz abschließen? So nach Motto, jetzt haben wir erstmal genug, wir sind überfüllt, geht weg. Schlechtes Bauchgefühl. Ja, eine Apotheke, ist okay. Ja, wir haben zu viele Krankenpfleger, bla bla bla. Ja, gleich. Wenn die ganzen Notfallpatienten hier weg sind, dann geht das alles schon klar. So, der hat auch noch Mittelknochen, das heißt, der kann jetzt gleich weggehen. Oh. Ja, es tut mir leid, dass du nicht behandelt werden konntest. Ja, komm, ich muss... Ah, warte mal, Preise können wir was ändern, das vergesse ich die ganze Zeit. Getränke machen wir plus 30, aber dafür machen wir... Salzsnack minus 20. So wie immer halt, ist praktisch. So, Sondermeldung, 3 von 4 wird geheilt, ja, sehr schön. 10.000 gibt es zwar nur... Komm, wir müssen einen nehmen, sonst funktioniert es nicht. So. Dann machen wir. Ja, Forschung will er das was machen, ich weiß. Aber ich möchte trotzdem erstmal. Was heißt denn? Verbesserte Injektionskompetenz. Im Spritzenhaus, okay. Kundenbetreuung 4. Lol, okay. Tempo und Effizienz. Ja, das hätte ich gern bei einigen. Die Allgemeinmedizin. Aber erstmal hätte ich gern was Generelles. Die Behandlungskompetenz. Klingt das gut? Ich weiß es nicht. Ja, ne? Oder? Wobei ich die Diagnose schon fast wichtiger finde. Ich finde, wir haben ja so Diagnose schon gehabt, ja? Wir können natürlich Diagnostik 2 noch machen, da ist nur einer für qualifiziert. Der Rest halt nicht. So. Pass auf, dann machen wir es mich so ganz einfach. Scheiße. Das ist erstmal egal. Das denke ich auch jetzt nicht so wichtig. Ich glaube, wir machen da echt das hier. Mit dem Psychiater brauchen wir nicht. Mit ihm hier. Und. Oh. Okay. Stimmt, die anderen haben ja das andere trainiert, ne? Ja, dann machen wir das bei euch. So. Das ist gut. Kostet jetzt zwar Geld, aber ist wichtig. Nein! Die hat ein helles Köpfchen. Scheiße! Oh, das wird teuer. Ja, die setzen wir später um, aber wir müssen jetzt erstmal ganz kurz einen Durchdringungsding hier reinsetzen. Wichtig. So, pass auf, dann machen wir es ganz einfach.
Du. Ach, beim Mülleimer ist eigentlich Schwachsinn. Komm. Kriegst eine Pflanze hier hin und dahin. Ein Feuerlöscher in die Ecke. Okay, dann nicht. Da unten hin. Klaunerei und. Hier die Erleuchtung. Ein Heizkörper setzen wir noch da rein. Das passt auch dahin oder nicht? In die Mitte? Nein? Schade, hätte klappen können. Setzen wir dahin, auch nicht so schlimm. Ja, reicht. Aua, das ist teuer. Aber wenn ich jetzt schon ein helles Köpfchen sehe, ist doch scheiße. Office. Weiterbildung. Ja, ja, halt die Klappe. Du kriegst schon noch eine Weiterbildung. Mach mal keinen Stress. I'd like you to all think of a butterfly sleepily waving its colorful wings. Isn't that a lovely image? Meanwhile, in the news today, the mayor has announced a 100% increase in our taxes. Alle im hellen Köpfchen hier. Die Räume sind aber jetzt nicht so ausgelastet, finde ich. Es geht eigentlich. Die Station hat ein bisschen was, aber das geht eigentlich. Was ist mit dir denn los, Alter? Du bist ja komplett grau. Wie geht das denn? Ich will ja nichts sagen, da haben wir gerade echt Geldprobleme. Ist doch scheiße. Ja, Kredit ist ein bisschen kompliziert. Wir müssen ein paar Leute behandeln. Mit dem selber ausbilden ist halt eine Sache, die ist zwar ganz cool, aber ich glaube, wir haben ein bisschen übertrieben mit. Das ist halt zu viel. Danach müssen wir erstmal ein bisschen laufen lassen. Wir müssen. Alter! Wir haben noch ein paar Ärzte, oder nicht? Okay, für uns sind das ein paar in Weiterbildung, ja? Das stimmt schon. Oh. Die sind ja alle in Weiterbildung. Habe ich echt nur 6 Stück gehabt? Hoppala. Ja, mehr Personal will ich mir jetzt eigentlich auch nicht gerade kaufen. Das ist ein bisschen scheiße. Ah, 2 sind ja hier drin. Das ist okay. Selbst der Psychiater hilft gerade vorne mit aus. Das geht schon. Ja, ja. Oder deine Allgemeinmedizin lernt. Die Stella Plum, sehr schön. Jetzt kann sie sich da in so ein kleines Träumchen reinsetzen, das ist wunderschön. Aber wir kriegen mal ein bisschen Geld zurück. Ich möchte gerne den Kredit zurückzahlen, nur für den Fall, dass es knapp wird. Vor allem, weil jetzt gleich der nächste Monat kommt, dann geht das Geld wieder weg. Ungünstig. Beförderung. Für Frank Phantom. Okay. Da ist er. Sehr cool. Ja, und jetzt geht's. Tschüss, Geld. Und zwar jetzt am nächsten Tag. Und zwar jetzt und plumm. Weg. Ja, ja, wir haben Schulden. Bla, bla. Wir müssen das ganz kurz ein bisschen beschleunigen, weil wir können gerade nicht wirklich viel machen, außer halt kurz warten. Dir ist kalt? Ja, gut, das ist halt. Da kommen halt noch Räume hin, ne? Da wird's dann schon noch wärmer. Hier zum Beispiel dürfte euch eigentlich genug warm sein. Da kommt hier noch ein Raum und dann ist euch eigentlich warm genug hier. Da, okay, da kommen auch noch Räume hin. Ich würde sagen, wir machen da auch da die nächsten Räume nicht hier hinten hin. Weil da gehen die eh öfter durch, hier dann vorbei. Als jetzt da gehen die gar nicht hin, weißt du? Ja. 5000 für den Abschluss einer Weiterbildung zukommen lassen. Helles Köpfchen wird entdeckt, ja. Sag ich doch. Förderung für Leroy Johnson. Sehr schön. Ja, das lassen wir jetzt erstmal sein, ganz kurz mit Weiterbildung. Wir brauchen erstmal ein bisschen Geld. Maintenance announcement. Plants need water. Genau, arbeitet mal ganz kurz die ganzen Warteschlangen hier ab, kurz. Das ist gut. Und wichtig.
können ja zwischenzeitlich mit ihm eine Heizung hinsetzen. Ja, das Geld wird jetzt mal sofort wieder weggehen. Das ist ein bisschen sehr kompliziert. Wir müssen es halt erstmal so laufen lassen. Geht halt nicht anders. Ich weiß ja nicht, wie es Ihnen geht, aber ich finde diese ständigen Todesfälle etwas deprimierend. Wäre es vielleicht möglich, ein paar Monate ohne Todesfälle zu überstehen? Ich denke schon, weil bis jetzt war es noch nicht so schlimm. Beförderung. Befördern. Weiterbildung benötigt. Ja, ja, halt die Fresse. Kriegst du ja schon bald. Warum ist da kein Arzt dran? Leute. Arzt? Aha. Eine Beförderung. Wir müssen im Stehen warten. Hä? Schon mal darüber nachgedacht, dass ihr 50 Millionen Räume habt? Alter, weißt du, wie viele Sitzmöglichkeiten ihr verdammt nochmal habt? Was ist denn mit euch los? Habt ihr irgendwie alle Durst? Liegt das da dran? Was? Ist euch das zu teuer oder was? Auf einmal. Das war sonst auch in Ordnung. Machen wir den trotzdem 10% rund. Ja, wie blöd ist das denn? Okay, Objekte. Getränkeautomat. Setzen wir hier noch einen hin. Genauso wie hier. Das ist gut. What the fuck, ey. Und Objekte. Machen wir noch eine Pflanze dahin. Für die Optik. So, hier natürlich auch. Maintenance announcement. Bins will become full. Noch eine Beförderung, sehr schön. Und wieder Tschüss Geld. Mein Gott, wir sind auch echt plus minus null aktuell, so ein bisschen, ne? Wir bräuchten noch ein Arztpraxenzimmer hier. Farbtherapie benötigt. Unsere Ärzte haben eine Krankheit entdeckt. Graue Anatomie. Ach, das ist diese ganzen grauen Leute. Existenzkrisen führen häufig zu völliger Verblassung. Dies kann mit Farbtherapie behandelt werden. Der Patient möchte sich behandeln lassen. Dafür wird das folgende Zimmer benötigt. Farbtherapie muss aber erst erforscht werden. Da müssen wir erstmal einen Arzt in Forschung ausbilden. Das ist ja sau ungünstig. Ja, tut mir leid, aber das kann ich leider nicht machen. Oh, Mann. From the makers of Never Blink comes Pulpitation. The energy drink made with the discarded pulps of oranges and just a drop of rocket fuel. Pulpitation, because sleep is for the weak. More to life, more often. This is Two Point Radio. Ernsthaft jetzt, du auch? Scheiße. Ungünstig. Sehr ungünstig. Es geht unser Geld gleich schon wieder weg, ne? Fuck. Ja, wir müssen auf jeden Fall ein Zimmer hier machen. Bevor unser Geld weggeht. Nein. Ja. Somit haben wir das mich schon ein bisschen erledigt hier. Sieht doch schon mal schick aus, so. Ja. Einstellen, wir brauchen auf jeden Fall Ärzte. Hat einen Stromkopf, sieht unsere Chancen schlecht. Will mehr Geld. Übelerregend, einfach unverbesserlich. Ja. Hygienischer Band, ja, dich nehmen wir. Und Penny Mullet, unmotiviert, positiv, hat noch viel vor sich. Ja, ein bisschen laufen ist nicht so schlimm, du sitzt hier den ganzen Tag noch rum. Ja, den Rest sparen wir uns erstmal. Fuck.
Ja, das war's mit unserem Geld, aber das haben wir wenigstens hier ein bisschen mehr Behandlung. Also mehr Diagnosen. Schnellere. Das ist wichtig. Boah, nicht jetzt. Ernsthaft jetzt? Neue Krankheit, Schmuddelsohlen entdeckt. Füße, die so schmutzig sind, dass sie vermutlich nie wieder sauber werden. Die reinste Bakterienschleuder. Initiation. Einige Stationspatienten sind aus einem Orbi-Wellness-Center geflohen und hoffen auf weitere Behandlung. Oh. Mit müden Knochen. Okay, unsere Station wird gerade echt stark beansprucht. Ist der Geist noch da, oder was? Hab ich nicht... Ich hab doch eine Geisterausbildung, aber ich bin jetzt blöd. Da! Mädel, dahin. Ey, die verrecken alle hier. Ich fass es nicht. Ja, komm, komm her. So toll ist es jetzt zwar nicht, aber wird schon okay sein. Hoffe ich. Ja, die Station ist jetzt gerade ganz kurz überbeansprucht, ich weiß. Kann ich da auch nichts für. Dreckiges Mundwerk für die Apotheker. Aha. Qualified janitor to combat ghost, please. Okay. Der wird drauf gehen, oder? We're close to award season. Ja. Personalausforderungen, bla bla bla. Ja, ja. Oh, der hat's überlebt. Sehr gut. Wieso ist denn das schon wieder ein verkackter Geist, Mann? Immer diese verreckenden Leute. Du bist nicht da. Geh dahin. Nicht aufwischen. Aufsaugen. Komm, mach. Sehr gut. So, Beförderung. Ja, schön. Ja, nicht jetzt. Graue Anatomie. Tut mir leid, aber was soll ich denn machen? Oh, wir haben endlich Geld. Ich denke mal, die sind halt auch echt bitter. Das sind auch schon wieder 6.000 monatlich. Wir müssen den Kredit loswerden erstmal. Oder? Wobei, wir müssen halt auch erstmal was bauen. So, was mit dem, die möchten, dass wir einen Arzt in Forschung ausbilden. Das machen wir zuerst. Forschung. Müssen wir jetzt einen so nehmen? Das ist zwar sauteuer. Mal wieder. Aber geht halt nicht anders. Nehmen wir dann halt hier den Dr. Ben Jäger. Der wird jetzt ein bisschen die Forschung studieren. Ja, das ist leider wichtig. Ja, die Station hat noch echt einige Leute da. Was hast du denn da gerade gehabt? Okay. Die Apotheke hat auch einige Leute. Bitter. Beförderung, ja, hier. Farbtherapie. Kann ich doch auch nichts für, Mann. Maintenance announcement. Plants need water. Erreicht die Stufe 4 mit dem Zimmer Entleuchtungsklinik. Wir haben Stufe 2. Narzissmus, Zirkustherapie. Was? Wir haben Clown? Tja, du musst ja dann nach Hause gehen. Tut mir leid. Was soll ich denn machen? So weit sind wir halt nicht. Das Ding kostet 50.000 hier. Das kann ich nicht mehr eben so kaufen.
Förderung, sehr schön. Ich versuche mal ganz kurz die Apotheke zu verdoppeln. Das ist gut. Dann können wir das nicht schon mal wissen. On Two Point Radio. Fear not, faithful listeners. Your favorite radio personality, Sir Nigel Bickleworth, is back. As much as I would like to quit this infernal booth forever, I just cannot deprive you of my wit. I take the responsibility of being your only source of intellectual stimulation very seriously indeed. More instantly forgettable aww melodies coming up next. Zirkustherapie. Junge. Farbtherapie. Beförderung. Tut mir leid für die Leute, was soll ich denn machen? Zwei von vier, immerhin. Schnell speichern. So, jetzt haben wir hier wenigstens etwas geschafft. So. Haben wir das uns schon mal gegönnt? Ist gut. Unser Krankenhaus hat nichts zu sagen, außer dass es existiert. Und das ist immerhin etwas. Wir müssen dem Krankenhaus etwas nachhelfen, wenn die Berichterstattung über uns in die Zukunft besser sein soll, statt nur neutral. Ja, immerhin nicht negativ, ist auch schon was. So, hier sind viel zu viele Leute im Stern, das gefällt mir nicht. Wir haben halt unqualifiziertes Personal, was soll ich denn machen? Die besser qualifizieren? Ja, versuche ich doch. So, der ist jetzt an Forschung dran, das ist schon mal gut. 35.000, ja, leck mich am Arsch. Okay. Ja. Wenn Zirkustherapie haben wir jetzt ja schon hier, jetzt würde ich sagen, dann fangen wir damit an, ne? Macht eigentlich am meisten Sinn. Weil das halt schon haben, weißt du? So. Ist auch geil, ein Poster von Clown da reinzumachen, von der Clownerei. Während er genau deswegen da ist. Na, immerhin haben wir das schon mal. Das ist gut. Und wieder einer verreckt. Jawohl, ja. Nurse wanted on the ward. Okay. Warte mal, wir haben doch jetzt den Forschung ausgebildet, ne? Ja, wir müssen jetzt die Farbtherapie als nächstes machen, das ist wichtig. Ich würde sagen, wir warten eben auf 30.000 oder so. Müssen wir eben eher auf den nächsten Monat warten, dann 30.000 bekommen und für den Kredit zurückzahlen, einen neuen Kredit nehmen, den Raum bauen und das direkt erforschen. Was wir auch machen müssen, wäre schnellstmöglich mal so ein Ding hier zu kaufen, um dann das hier mal zu verdoppeln. Das kommt wohl gleich noch. Wir gucken mal gerade eh nicht so krass viele Leute. Bins will become full. Das ist gut. Gib ihm, aber volle Kanne. Das ist zwar sauteuer monatlich, aber damit können wir jetzt nächstes was anfangen. Gut. Das ist, muss sein. So, pass auf. Jetzt können wir hingehen und ein Forschungslabor machen. 4x3. Ja, dann machen wir einfach 4x4 und passt wenigstens dahin. Daneben bitte. Forschungsstation, okay.
Forscher Schreibtisch, okay. So. Ah, ein Schrank. Alter, ist der Raum teuer. Ich würde sagen, auf den verzichte ich mal. Scheiße. Und vorher steht auch noch Platz irgendwo, ne? Oh, direkt dahinter. Perfekt. Ein, zwei Pflänzchen. So, ein paar Poster zur Aufhübschung. Keine Ahnung. Und ein Heizkörper hier unten hin noch. Alter, gibt's noch krass viel Zeug später. Yo! Alter, what the fuck? Okay, das wird später jetzt ein bisschen größer, merke ich. So, wunderbar. So, Personal. Wir haben ja einen Arzt, der hat das hier trainiert. Genau. Du gehst nämlich nur ins Forschungslabor. Wunderbar. So, du gehst mich nur in die Psychiatrie ab jetzt. War schon mal zwei spezialisiert. Das ist gut. Forschung. Um ein Forschungsprojekt zu starten, klicke entweder auf die Forschungsstation oder setze einen geeigneten Forscher im Zimmer ab. Auf dem Forschungsbildschirm kannst du aus der Liste der verfügbaren Projekte eines auswählen. Sobald ein Projekt begonnen wurde, brauchst du einen Arzt mit Forschungsausbildung, um die Forschungsarbeiten durchzuführen. Je nach Forschungskompetenz trägt dieser Arzt dann mit seiner Forschung zum Projekt bei. Forschungserkenntnisse werden der gesamten Organisation zugänglich gemacht, genau wie unsere Entdeckungen. Du kannst ein Projekt in einem Krankenhaus beginnen und es dann in einem anderen Krankenhaus fortsetzen. Cool. Ja, warte mal. Ja, frei, bla bla bla. Das stecken wir. So. Forschungsprojekt starten. Die Farbtherapie, Flüssigkeitsanalyse, Spritzenhaus und Röntgenstrahlenröhre. Achso. Entwickle ein Gerät zur Heilung von grauer Anatomie. Okay. $1000, das geht klar. Okay, man kann es nur abbrechen, alles klar. So, jetzt ist wichtig, dass wir das Ding hier... müssen wir eh neu bauen, ne? Weil das sonst nicht gespiegelt ist. Das ist ja, den Rest können wir so eigentlich kopieren, aber... Das funktioniert sonst nicht so gut. Das ist ja ein bisschen kacke, ne? Da machst du nichts, da machst du echt nichts. Oder? Ja, doch. Können wir nicht einfach das Ding nehmen? Und spiegeln? Geht das? Ja, toll. Kopieren. Guck mal, die Fenster für Prestige ausmachen, ist ja krass. Lol. Das wird nicht funktionieren. Ich würde sagen, wir machen das einfach so und kopieren es einfach ganz komplett dahin. Ist ja scheißegal, oder? Die müssen nicht komplett gleich aussehen. Ist ja dann auch blöd. Ich würde sagen, das setzen wir so hin. Und kopieren den größten Teil einfach. Und machen dann nur das Zwischenteil. Weil die Apotheke ist da jetzt doppelt. Warte, pass auf, was machen wir hier? Wir brauchen noch einen Psychiater. Das ist gut. Noch eine Kardiologie. Das ist zwar so teuer, aber notwendig. Weil wir mich echt überfüllt sind da hinten. Da müssen wir ein bisschen gegen vorgehen. Ja, das müssen wir gleich irgendwie umsetzen irgendwann mal. Die Apotheke haben wir da doppelt, das ist gut. Da haben wir die nämlich schon mal quasi dreimal. Und dann brauchen wir jetzt natürlich noch die ganzen anderen Räume jeweils da nochmal. Aber noch brauchen wir sie erstmal nicht. Wird ja dann da hinkommen, ne? Den Raum hier können wir doppelt machen, brauchen wir aber noch nicht. Aber ich würde sagen, wir machen das trotzdem.
Der kommt dann mich hier zwischen. Genau. Wunderbar. Und den Pausenraum, den können wir auf jeden Fall verdoppeln. Der ist ja okay. So, das hat sich auch schon mal gelohnt. Objekte. So, wie haben wir die da gesetzt? Ist ja auch egal. An die Wand hier. Das ist auf jeden Fall schon mal ganz gut. Ein Salzneck. Da, na, wobei, den setzen wir eins weiter rüber. Warum ist die Musik jetzt auf einmal aus? Können wir das irgendwann sagen? Verstehe ich nicht ganz. Na, das ist ein bisschen ärgerlich. Warte, wir machen hier noch einen Broschürenständer in die Mitte. Das war, glaube ich, hier, ne? Ja. Hier hat's ja gepasst, ne? Guck mal, ist genau mittig. Wäre schön, das hier wäre perfekt, du. So, dann machen wir eine Bohrung hier hin, ne? So, dahin. Tada.